Hey auch zusammen! Das ist mit Abstand das spontanste Video, das ich jemals gemacht habe, aber ich muss gerade einfach mal ganz kurz was loswerden. Und zwar habe ich mir gerade über YouTube relativ viele Videos angeschaut zu einem bestimmten Thema. Ich sollte vielleicht von vorne anfangen. Ich plane ein Cosplay zu Remus Lupin zu machen. Cosplay sagt den meisten hoffentlich irgendwas für den Fall, dass nicht. Keine Ahnung, schreibt es in die Comments, ich werde es irgendwann mal erklären. Jedenfalls für alle, die es wissen. Ich habe vor, ein Remus Lupin Cosplay zu machen. Ich bin da jetzt seit mehreren Tagen auch schon relativ aktiv dran und bin schon dabei, mir die ganzen Sachen zusammenzusammeln dafür. Ich hatte eigentlich auch vor, Sirius zu machen, aber Sirius traue ich mir nicht ganz zu. Und ich bin auch der Meinung, dass Remus vielleicht ein bisschen besser zu mir passt. Anyway, ich habe mir mehrere Videos angesehen im Internet. Bezüglich, wie man am besten die Narben im Gesicht platziert, was man dafür verwenden kann, wie man das am besten macht, wie es am authentischsten aussieht, bla bla bla. Und was mir da aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass jeder, also ich habe jetzt wirklich rund 25 Videos gesehen, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, als auch Sprachen, die ich gar nicht verstehen kann, aber es wird ja immer gezeigt, was genutzt wird und so weiter, so typisch Make-up-Tutorial halt. Und jedes Mal wird, bevor überhaupt mit diesen Narben angefangen wird, grundsätzlich irgendwelches Make-up noch aufgetragen, um die Augen herum und um alles und keine Ahnung. Ich meine, ich habe auch schon öfter Diskussionen darüber gelesen, dass Cosplayer nun mal grundsätzlich Make-up tragen sollten, weil es einfach dann besser aussieht und man einfach ein bisschen gepflegter aussieht und nicht, man die Unreinheiten in der Haut nicht sieht, keine Ahnung, wie auch immer. Was ich aber in diesem Fall, ich bin schon wieder unscharf, aber es ist mir jetzt egal. Es kann mir nicht egal sein. Verdammte Scheiße. Wartet ganz kurz. Gut, es kann mir. Wo war ich jetzt? Verdammt. Ich finde, gerade was Unreinheiten der Haut angeht, ist es bei 15-Jährigen jetzt, sage ich mal, oder 16-Jährigen, keine Ahnung, ist es nun mal normal, dass die Haut unrein ist. Es sind Teenager, okay? Und da muss man das meiner Meinung nach nicht. Und dann meinen aber einige auch schon, ja, und um die Augen und so, damit man ein bisschen gestresster aussieht, weil Remus halt und damit man einfach tired, exhausted. Ich kenne halt momentan nur die Englischen, weil ich mir die zu 98% in Englisch angeschaut habe. Aber dass man einfach so ein bisschen fertig aussieht, weil Remus jeden Monat als Werwolf rumrennen, nun mal, und einfach total fertig ist mit der Welt. Egal, ob jetzt Vollmond ist oder nicht. Aber bedingt durch meinen Job sehe ich sowieso immer total fertig aus. Momentan habe ich halt Urlaub, deswegen sehe ich so halbwegs rehabilitiert aus. Aber meine Frage wäre jetzt mal so an euch. Findet ihr, das ist wirklich hundertprozentig notwendig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die meisten nehmen dazu die Argumente, man sieht halt ein bisschen männlicher aus. So, man muss halt sich selbst auch vielleicht ein bisschen männlicher machen, wenn man Crossplay betreibt. Sprich, als Frau ein Mann cosplayt oder andersrum. Andersrum wäre, finde ich immer ein bisschen weird, aber ist egal. Dementsprechend, ich kenne die Argumente, ich verstehe die Argumente auch, aber meine Frage ist jetzt einfach, seid ihr der Meinung, dass das wirklich hundertprozentig notwendig ist? Oder glaubt ihr, dass es vielleicht auch anders möglich ist, dass man vielleicht nur die Narben verteilt und den ganzen anderen Make-up-Kram weglässt? Ja, das war mal so. Ich verstehe einfach nicht, warum kein Remus-Cosplayer ohne irgendwelche Formen von Make-up auskommt. Normalem. Oh, unter Base-Make-up, sage ich mal, so unter den Narben quasi. Ne? Versteht ihr ungefähr, was ich euch damit sagen will? Ich hoffe. Ich finde das, also wie gesagt, ich finde es auch ich finde es relativ unnötig, sagen wir es mal so. Noch ein Argument von meiner Seite ist, dass ich noch nie in meinem Leben wirklich Make-up benutzt habe. Ich bin einmal auf einer Klassenfahrt von Klassenkameraden, Kameradinnen geschminkt worden, weil die meinten so, ja, hey, probier's doch mal aus und du siehst damit bestimmt voll hübsch aus. Und ich gebe zu, es sah wirklich gut aus. Aber das war dann wirklich, die Klassenkameraden haben das bei mir gemacht. Ich selber habe bei mir noch nie in meinem Leben Make-up benutzt. Wäre vielleicht mit ein Grund, warum ich das einfach nicht möchte, weil ich es wahrscheinlich auch einfach nicht kann.
Deshalb schaue ich mir ja hier diese 100.000 Tutorials an und denke mir so, hey, vielleicht findet sich ja irgendwer, der das auch mal ohne Grundierungs-Make-up macht. Nein, leider nicht. Ja, so, eure Meinung vielleicht mal dazu. Und eventuell den einen oder anderen Tipp, wenn ihr einen habt, könnte ich auch gebrauchen. Da das Ganze eine sehr spontane Aktion mit dem Video war, bitte nicht zu so sehr auf den Hintergrund achten. Dankeschön. Ja, ich wäre dankbar für eure Meinung. Unten in die Comments rein und ansonsten vielleicht, wie gesagt, auch über Facebook bin ich immer noch jederzeit zu erreichen, ebenfalls unten in der Infobox. Da unten. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!